ist bei uns der Gerd Mannes von der AfD und ich würde sagen, Sie stellen sich erstmal kurz vor, dass die Zuschauer wissen, wer Sie überhaupt sind. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Gerd Mannes, ich komme aus Leipheim und ich erzähle kurz was über mich selber, meinen Werdegang und warum ich eigentlich überhaupt in der Politik bin. Ja, ich habe eine Lehre gemacht als Maschinenschlosser, habe dann an der TU München Maschinenbau studiert und durch ein Stipendium konnte ich in Paris Wirtschaftswissenschaften studieren. Habe dann meine Karriere bei internationalen Konsumgüterherstellern gemacht und bin viel rumgekommen in der Welt. Ich habe meine Arbeitgeber in Industrieverbänden vertreten. Wie bin ich eigentlich in die Politik gekommen oder warum dachte ich, Politik machen zu wollen? Also ich bin erst seit 18 Monaten Mitglied einer Partei. Vorher habe ich zwar Politik gemacht, aber das war halt Industriepolitik, nicht in dem Sinne. Ich habe 2015 eine Bürgerinitiative mitbegründet, da ging es um Hochwasserschutz in Leipheim. Und wurde dann auch, wir waren sehr unzufrieden mit dem Verlauf. Dieser Bürgerdialog nannte sich das. Damals von der Bayerischen Staatsregierung, der Frau Schaaf ging das aus. Und ich habe mich dann der AfD angeschlossen. Das war Ende 2016. Bin dann in kurzer Zeit Mitglied des Kreisverbandes Günzburg geworden, im Vorstand, Bezirksvorstand und auch im Landesvorstand. Und zwischenzeitlich bin ich stellvertretender Landesvorsitzender von der AfD in Bayern, Bezirksvorsitzender in Schwaben und Vorsitzender vom Kreisverband Günzburg. Was ich sehr interessant finde bei der AfD, und deswegen macht es unheimlich viel Spaß bei der AfD im Übrigen, ist, dass wir eine absolute Mitmachpartei sind. Ja. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass jemand, der ein gutes Jahr bei der Partei ist, schon in wichtigen Funktionen, im Übrigen auch Landtagskandidat. Es ist so, dass wir keine Berufspolitiker haben, sondern alles Leute aus dem wirklichen Leben. Ja, wenn man mal guckt, wer im Landtag ist, die meisten haben ihr ganzes Leben lang nichts anderes gemacht außer Politik. Und wenn man mal guckt, die Leute, die für die AfD antreten, das sind im Wesentlichen alles Leute, die noch nie in der Politik waren. Das andere ist, was ich auch interessant finde, wir sind im Wesentlichen darauf angewiesen bei der AfD, dass wir ehrenamtlich arbeiten. Wir haben, die Süddeutsche hat mal geschrieben, wir sind eine Phantompartei. Wir haben einen halben Angestellten für ganz Bayern. Ich sage mal die CSU, ich weiß nicht, wie viel die hat, aber wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht Tausende. Und als Beispiel, ich bin im Landesvorstand verantwortlich für die IT und die Mitgliederverwaltung. Das mache ich im Prinzip von zu Hause aus im Kinderzimmer. Ehrenamtlich neben meinem Beruf. Und das ist halt, was aus meiner Sicht die AfD ausmacht. Sie ist eine Mitmachpartei und sie ist halt basiert sehr stark auf Idealismus der Mitglieder. Jeder kennt ja jemanden, der in seinem Freundeskreis, der momentan eine Wohnung sucht. Und jetzt wollten wir von Ihnen wissen, was Ihre Partei gegen die Wohnungsknappheit macht. Gut, sagen wir es mal so. Ich persönlich habe auch ein Haus nicht gebaut, aber wieder hergerichtet. Wenn man da mal die persönliche Erfahrung gemacht hat, dann weiß man natürlich, bauen ist schwierig, bauen ist teuer. Warum? Weil im Prinzip gibt es drei Gründe. Zunächst mal, warum die Wohnungsnot existiert aus unserer Sicht. Das erste ist natürlich, durch den Zuzug sehr vieler Menschen ist eine Verschiebung zustande gekommen zwischen Angebot und Nachfrage. Das zweite ist, es gibt sehr hohe Auflagen. Auflagen, Bürokratie, man muss sehr viele Dinge tun, dass das Bauen teuer macht und es ist auch nicht einfach, Bauplätze auszuweisen. Und das dritte ist die Währungssituation. Natürlich, dadurch, dass es keine Zinsen gibt, sind viele Spekulanten weg von den Aktien oder vom Bargeld halten, hin in Immobilien investiert. Und das macht halt zunächst mal das Bauen sehr teuer. Was kann man dagegen tun? Es ist nicht einfach, kurzfristig natürlich zu reagieren. Zunächst mal muss man sich fragen, warum so viele Menschen nach Deutschland kommen müssen. Das ist das eine. Wenn man natürlich
den Zuzug einschränkt, dann ist es auch eine entsprechende Entlastung auf dem auf dem Wohnungsmarkt. Das andere ist natürlich, man könnte schon durch Bauprogramme, zumindest wenn man hier jetzt im Landkreis schaut, die Ortskerne, die sind ja oft mit alten Häusern besetzt, da ein Programm auflegen, wo man die Attraktivität des Ortskerns dadurch stärkt, dass man natürlich einerseits versucht, den Verkehr rauszunehmen und andererseits ein Programm auflegt, wo man es relativ einfach macht, ohne großen bürokratischen Aufwand, ein Haus entweder abzureißen oder zu sanieren. Und da hätte ich jetzt kurz eine Zwischenfrage, was ja jetzt von dem Zuzug vieler Menschen gesprochen und haben gesagt, man müsse den ein bisschen eindämmen. Wie sehe das dann konkret aus? Ja, ganz konkret ist natürlich die Frage, warum so viele Menschen, wie soll ich sagen, illegal zu uns kommen. Also sprich, wenn man aus einem sicheren Drittland einreist, dann muss man nicht unbedingt die bei uns alle aufnehmen. Das heißt, das ist ja, sage ich mal, die ganz große Frage, wie es in diesem Land weitergeht und warum man, ja, ich sag mal auf gut Deutsch gesagt, wenn man einen Pass an der Grenze verliert oder wegwirft, warum man dann einreisen darf. Ja, das gibt es in vielen anderen Ländern. Ich bin schon sehr viel rumgekommen auf der Welt. Gibt es sonst nirgends. Da gibt es strenge Grenzkontrollen. Und ich sag mal, viele Leute wundern sich, warum das bei uns nicht stattfindet. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Sehr viele Menschen, vor allem junge und ältere, die kein Auto haben, sind auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Und darum interessiert uns, was Ihre Partei für den öffentlichen Nahverkehr unternimmt. Grundsätzlich wollen wir den öffentlichen Verkehr fördern und ausbauen. Jetzt muss man natürlich sagen, in großen Städten ist es ein bisschen einfacher. Hier auf dem flachen Land ist es nicht einfach. Weil wenn man große Busse einsetzt, erfahrungsgemäß sind die meistens leer. Ich denke, speziell jetzt auf den Landkreis bezogen, ist die Idee, Flexibus anzubieten, auf jeden Fall das Richtige. Das könnte man durchaus ausbauen. Ich habe es auch mal selber probiert. Mein Auto war mal eine Zeit lang in der Werkstatt. Wenn man da anruft, dann nimmt der einen nicht notwendigerweise mit, sondern man muss vorbestellen. Das halte ich, sage ich jetzt mal, für optimierungsfähig, dass man das Angebot insgesamt dahingehend erweitert, dass man auch eben kurzfristig mitgenommen wird. Und manchmal kommt der gar nicht, weil sich die Pläne geändert haben. Also von dem her ausbauen. Unsere Partei ist dann insgesamt, sage ich jetzt mal, natürlich in den großen Ballungszentren, schon dafür, dass wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, auch die Infrastruktur. Wir wollen die Investitionen in die Infrastruktur deutlich erhöhen. Das andere ist, wir wollen aber nicht, dass es kostenfrei ist. Wir wollen schon, dass es auch bezahlt werden muss. Also unsere nächste Frage wäre, weil mit dem Atomkraftwerk in Gröbingen ist ja das Thema sehr präsent, auch hier in der Region. Und jetzt wollten wir halt Sie persönlich fragen, was Ihre Meinung zum Thema Atomkraft ist. Gut, da möchte ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe für große Konzerne gearbeitet. Ich habe auch die in Industrieverbänden vertreten. Das war im Konsumgüter- und Chemiebereich. Energie und Energiekosten ist grundsätzlich schon ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, auch ein Wettbewerbsfaktor. Wir sind momentan mit dem Problem konfrontiert, wenn wir jetzt unsere Nachbarländer vergleichen, dass der Strom hier doppelt so teuer ist in der Erzeugung. Das ist für uns, sage ich jetzt mal, langfristig eindeutig ein Wettbewerbsnachteil. Das heißt, wenn man das von der wirtschaftlichen Seite aussieht, möchte man unbedingt günstigen Strom. So, ob man jetzt die Atomkraftwerke hätte bauen sollen oder nicht, die Diskussion ist ja müßig, weil die wurden ja in den 60er Jahren geplant und auch gebaut. Gundremmingen läuft seit, wenn ich mich recht erinnere, Anfang der 70er Jahre.
und die Kernkraftwerke sind ja da. Das andere ist natürlich die Brennstäbe, die müssen ja auch entsorgt werden. Das heißt, wir denken schon, dass es ein Fehler war, so kurzfristig, ohne, ich sag mal, konkreten Plan, kopflos, die Energiewende dahingehend zu machen, dass man entscheidet, einfach aus der Atomkraft auszusteigen. Grundsätzlich kann man das schon machen, aber es muss halt gut vorbereitet sein. Die Entscheidung damals durch den Ethikrat, die wurde getroffen von Theologen, Philosophen, Soziologen. Und da muss ich jetzt persönlich sagen, ich halte das für falsch. Wenn man mal genau guckt, ein Kernkraftwerk wie Gundremmingen, das ja im Prinzip abgeschrieben war, weil es muss ja sowieso entsorgt werden, die laufenden Kosten, wenn man mal im Internet guckt, zur Stromerzeugung, die sind ja 3 Cent. Wenn man natürlich jetzt weiß, pro Kilowattstunde, wenn man weiß, dass der Verbraucher hier bei uns 30 Cent bezahlen muss, dann ist es natürlich eine sehr, sehr günstige Stromerzeugung. Das andere ist, Kernkraftwerk Gundremmingen haben immer 850 Leute gearbeitet, zu guten Zeiten, und in der Revision 2.500. Das heißt, dieser Wirtschaftsfaktor fällt auch weg in Zukunft. Das heißt, es ist aus meiner Sicht, ich sage mal, für den Landkreis Günzburg insgesamt natürlich ein wirtschaftlicher Verlust. Hätten wir von der AfD nicht so gemacht, zumal, man muss es ja ganz klar sagen, wenn man jetzt durch alternative Energien wie Wind oder Solarenergie Strom erzeugt, was ja durchaus möglich ist, dann hat man immer noch das Problem, dass Angebot und Nachfrage nicht ohne weiteres zusammenkommen. Das heißt, was passiert heute? Erstens ist Solarstrom teurer, Windstrom auch. Das andere ist, was macht man, wenn der Wind nicht weht? Dann kaufen wir von den tschechischen Atomkraftwerken den Strom teuer ein. Wenn der Wind sehr stark weht und die Sonne scheint, dann produzieren wir zu viel Strom. Das heißt, wir müssen den dann quasi nicht nur verschenken, sondern wir müssen Geld dafür zahlen, dass wir den abgeben dürfen. Das heißt, ökonomisch stehen wir momentan in dem Dilemma, dass der Strom teuer produziert wird und wir keine Lösung haben, weder für Transport. Ja, es gibt ja die Diskussion von Südlink, wo wir dann den Strom von der Küste hier runter holen wollen. Die Leitung steht noch nicht. Oder auch, ich sag mal, Speicherkraftwerke, die es ja auch nicht gibt. Und insofern halten wir das für einen groben Fehler, dass man so kurzfristig und kopflos ausgestiegen ist. Natürlich kann man diese Entscheidung nicht mehr rückgängig machen. Das Kernkraftwerk Gundremmingen wird abgeschaltet werden, nach Plan. Es gibt die Diskussion um ein Gaskraftwerk. Das wird sicherlich die Wirtschaftskraft nicht ersetzen für den Landkreis Günzburg, das das Atomkraftwerk hatte. Da werden vielleicht 20 Leute arbeiten, mehr nicht. Ansonsten, wie geht es insgesamt weiter mit der Atomenergie? Ich glaube, weltweit wird es nach wie vor sehr viele Staaten geben, die die Atomenergie machen wollen mit neuen Technologien. Und das andere, was man sich auch fragen kann, ist, den atomaren Müll, der dabei entstanden ist durch Gundremmingen, der ist ja sozusagen, die Kernbrennstäbe sind ja halb verbrannt. Die Frage ist natürlich nach dem Endlager. Jetzt stelle ich einfach mal die Frage, ohne dass ich jetzt ein Experte bin, könnte man diese Kernbrennstäbe nicht irgendwann mal doch endgültig vollständig verbrennen? Ja? Ich sag mal, anstatt jetzt Kilometer tief in der Erde zu lagern, aufgrund des menschlichen Erfindungsgeistes zu sagen, die werden dann noch verwendet in neuen Atomkraftwerken und dann wird dieses Material, dieses Spaltmaterial endgültig verbrannt und aufgespalten. Gut, das war es jetzt soweit. Ansonsten alternative Energien, die sind natürlich schon wichtig, nur sehe ich halt dann schon auch das Problem, wenn wir uns in Zukunft nur auf diese Energien stützen wollen,
kommen wir aus meiner Sicht immer näher an, ja, ich sag mal, die Möglichkeit eines Blackouts. Einerseits und andererseits, was ist mit den Kosten? Wie entwickeln sich die Kosten insbesondere? Was ist mit den Arbeitsplätzen von sehr energieintensiven Unternehmen? Die werden dann möglicherweise abwandern. Und deswegen muss das alles ökonomisch vernünftig in Zukunft entschieden werden. Es leben ja schon seit vielen Jahrzehnten Muslime bei uns in Deutschland. Und auch durch die Flüchtlinge sind ja mehr Muslime zu uns ins Land gekommen. Wie sehen Sie hinter diesem Hintergrund einen speziellen muslimischen Religionsunterricht? Also die AfD, das ist ja sicherlich bekannt, kritisiert zunächst mal die nicht legale, ja, wie soll ich sagen, die illegale Einwanderung. Die habe ich vorhin schon erläutert. Das andere ist nicht der einzelne Muslim als solcher, wird ja kritisiert oder ist überhaupt kritikfähig. Es ist selbstverständlich, dass jeder in seinen eigenen vier Wänden seine eigene Religion ausleben kann. Es ist natürlich vielmehr der politische Islam, der hier zu kritisieren ist. Wenn man jetzt konkret nachguckt, wer baut die meisten Moscheen, dann ist es die DITIB. Das ist ein, ich sag mal, von einem anderen Land, einem diktatorisch veranlagten Staatsführer gesteuerte, ja, wie soll ich sagen, Religionsgemeinschaft. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt auch in verschiedenen Bundesländern Abkommen zwischen der Landesregierung und der DITIB, dass die den Religionsunterricht machen dürfen. Die Moscheen, die da gebaut werden, die werden gefördert. Und es gibt sehr viele Berichte, dass was da gelehrt wird, überhaupt nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Also da wird gehetzt gegen Andersgläubige, da wird gehetzt gegen, ja, unseren Staat. Und da muss man sich natürlich dann schon die Frage gefallen lassen, ob das richtig ist. Aus unserer Sicht ist es der falsche Ansatz. Das muss geändert werden. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise die Lehrer, die diesen Unterricht anbieten, meinetwegen vom deutschen Staat her gebildet werden würden, also studieren müssten in Deutschland und auch, keine Ahnung, mit den Kindern dann auch Deutsch sprechen, wäre das dann eher tragbar für Sie oder sagen Sie, dass das überhaupt gar nicht stattfinden sollte, weil, ja. Also, zunächst mal ist Fakt, wir haben niemanden, der vom deutschen Staat ausgebildet ist, der dieses machen kann. Und insofern stellt sich ja die Frage hier gar nicht, sondern wenn man nur jemanden, der quasi von der DITIB gesteuert wird, anbieten kann, dann lehnen wir das grundsätzlich natürlich ab. Aber theoretisch, also von der Idee her. Von der Idee her. Also man muss sich schon die Frage stellen, ob in deutschen Schulen ein ausgeprägter Islamunterricht der richtige Weg ist. Kann ein Islam unpolitisch sein? Wir kritisieren den politischen Islam. Kann der Islam überhaupt nicht politisch sein? Also unter den gegebenen Umständen zur jetzigen Zeit lehnen wir das ab, so wie das heute durchgeführt wird. Dann ist es besser, keinen Islamunterricht zu machen, der eben von radikalen Organisationen, teilweise radikalen Organisationen organisiert und gesteuert wird. Und ein Ethikunterricht, also in dem dann alle Religionen den Schülern näher gebracht werden, was halten Sie davon? Also ich habe ja selber Kinder und es ist sicherlich so, dass traditionell gibt es ja den evangelischen, den katholischen und den Ethikunterricht. Und ich glaube, dass das insgesamt der richtige Ansatz ist, für die nächsten Jahre so weiterzufahren.
letzten ein, zwei Fragen. Und zwar im März diesen Jahres haben die Grünen und die SPD einen Antrag gestellt im Kreistag für mehr Geld für die Pflege. Und dieser Antrag wurde ja dann von den Freien Wählern und der CSU abgelehnt mit der Begründung, dass der Kreistag dafür nicht zuständig ist. Wie hätten Sie persönlich da für diesen Antrag, also bei dem Antrag abgestimmt und warum? Also ich möchte vielleicht mal ganz grundsätzlich was sagen. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die in der Pflege arbeiten. Meine Eltern, sowohl mein Vater als auch meine Mutter, die waren pflegebedürftig und ich habe gesehen, was das eigentlich für ein ungeheurer Arbeitsaufwand ist, für relativ wenig Geld. Insofern denke ich schon, dass da das überarbeitet werden muss. Es ist natürlich so, ganz konkret, wer ist für was zuständig? Ich meine, ich sitze jetzt nicht im Kreistag. Wenn ein Gremium nicht zuständig ist, dann bringt es natürlich auch nichts, in diesem Gremium einen Antrag zu stellen. Das hat ja nur symbolischen Charakter. Also ich sage es mal so, wenn man einen Antrag stellt, ohne dass danach eine Handlung stattfinden kann, dann ist es ja relativ sinnfrei. Aber insgesamt müssen sich natürlich die Arbeitgeber und Arbeitnehmer und auch der Gesetzgeber schon überlegen, wie man den Pflegeberuf insgesamt attraktiver machen kann. Das ist eine wichtige Aufgabe, auch für die Zukunft. Und wir von der AfD fordern eben auch verbesserte Arbeitsbedingungen und bessere Löhne für das Pflegepersonal und insgesamt auch mehr Investitionen, sofern die zielführend sind. Also um das nochmal zu sagen, ich verstehe und ich stehe auch dahinter, was da die SPD und die Grünen gefordert haben, aber selbst wenn die alle mit Ja gestimmt hätten und der Kreisrat wäre nicht zuständig gewesen, dann hätte es ja auch nichts gebracht. Also insofern muss ich dann auch zugeben, dass ich da nicht genau in der Materie drin bin und nicht das beurteilen kann. Aber in der Sache hatten die auf jeden Fall recht. Gut, dann kommen wir jetzt zu den spezifischen Fragen. Herr Gauland hält ja Klimapolitik für sinnlos. Teilen Sie diese Meinung? Also, ich möchte noch was grundsätzlich zum Klimawandel sagen. Klimawandel, ja. Klimawandel ist ein Fakt. Warum sage ich das? Ich habe mal gelesen, es wurden Ausgrabungen gemacht in London. Und da hat man Krokodile und Nilpferde rausgegraben. Die sind tatsächlich mal in der Themse rumgeschwommen. Und das ist gerade mal ein bisschen mehr als 70.000 Jahre. Ein paar tausend Jahre später war da ein dicker Eispanzer über London. Das heißt, natürlich gibt es den Klimawandel. Die Frage ist nicht, ob es den Klimawandel gibt oder nicht. Die stellt sich nicht. Die Frage ist, inwieweit der Mensch diesen Klimawandel beeinflusst. Und da, sage ich jetzt mal, gibt es nicht hundertprozentig, aus meiner Sicht, nicht hundertprozentig gesicherte Erkenntnisse. Natürlich sind die Ressourcen begrenzt. Öl, Gas, das sind ja alles endliche Ressourcen, die sind ja nicht unendlich. Insofern muss man sich natürlich schon Gedanken machen, wie man diese fossilen Brennstoffe früher oder später ersetzt. Aber was sicherlich problematisch ist und auch volkswirtschaftlich schädlich sein kann, wenn sich natürlich Leute hinstellen aus Eigeninteresse, aus Lobbyismus. Nehmen wir mal an das Thema Elektromobil. Natürlich gibt es da auch Interesse von Leuten, die uns sowas verkaufen. Natürlich gibt es auch Interesse von Leuten, die über das Klima reden, weil sie damit Geld verdienen. Und die Frage ist unabhängig von den persönlichen Interessen, ob wir nicht, ich sag mal, in eine Schleife von Hysterie geraten sind, wo wir nur noch über das Klima reden. Das wäre sicherlich schädlich. Das andere ist, was ich sagen muss, wenn man sich mal überlegt, eine Volkswirtschaft wie Deutschland,
stößt ungefähr 2% von CO2 aus, weltweit. Jetzt habe ich vorhin gesagt, ich bin auch für meine Unternehmen viel umgekommen. Das heißt, Länder wie China, Indien, deren Volkswirtschaften, die haben ein enormes Wachstum. Das heißt, die werden in Zukunft viel, viel mehr CO2 ausstoßen. Und selbst wenn wir 10, 20, 30% sparen oder wenn wir überhaupt nichts mehr verbrauchen, dann hat das immer noch kaum Einfluss auf den weltweiten CO2-Ausstoß. Und insofern denke ich, man sollte ein bisschen, werden jetzt viele Leute nicht gerne hören, aber das sage ich jetzt trotzdem, gelassener sein. Wie gesagt, die Ressourcen sind endlich, aber man braucht auch und man soll auch nicht in Hysterie verfallen, weil wir sind als Hochtechnologieland und Wirtschaftsnation darauf angewiesen, dass wir unseren Wohlstand mit Export von Gütern, die andere Länder kaufen wollen, eher verdienen. Und wenn wir diese Güter nicht mehr herstellen, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Also ich sage jetzt nochmal, die ganze Chemie- oder Automobilindustrie, die oder Maschinenbauindustrie, die in wesentlichen Teilen unseren Wohlstand erwirtschaftet, die dürfen wir nicht von heute auf morgen kaputt machen. Auch nicht wegen des Klimas und auch nicht wegen einer Hysterie. Das ist schon meine Meinung. Versinnlos, ich glaube, er hat gemeint, dass diese Hysterie um dieses Klima herum sinnlos ist. Das wäre meine Interpretation zu seiner Aussage. Als hätte ich jetzt noch eine Nachfrage, denn Sie haben ja jetzt gesagt, dass es den Klimawandel gibt, aber der natürlich bedingt ist. Und haben jetzt dann aber nochmal gesagt, dass selbst wenn wir, also Deutschland, den CO2-Ausstoß reduzieren könnten, wir das nicht beeinflussen. Also was ich beeinflusst? Nochmal, also den Klimawandel, den gibt es. Das ist ein, ja, wie soll ich sagen, Klimawandel, der von der Natur vorgegeben ist. Es gibt sicherlich auch die Möglichkeit eines menschengemachten Klimawandels. Die Frage ist, und da aus meiner Sicht gibt es nicht 100% gesicherte Erkenntnisse, wie groß dieser Einfluss des menschengemachten Klimawandels tatsächlich ist. Das meinte ich. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ihre Partei warnt ja auch öfters vor der Islamisierung Europas. Und das würde uns jetzt interessieren, welche Lebensbereiche könnte das oder betrifft das? Also, da möchte ich auch ein bisschen weiter ausholen. Natürlich bin ich viel in der Welt rumgekommen, in Afrika, in Asien. Das Thema politischer Islam, das gibt es ja nicht nur in Europa. Das gibt es eigentlich überall, wo der politische Islam auftritt. Manchmal ein bisschen sanfter, manchmal ein bisschen aggressiver. Insgesamt kann man natürlich schon sagen, dass überall, wo der politische Islam aggressiv auftritt, es zu großen Spannungen innerhalb von Gesellschaften kommt. Auch wenn man jetzt zum Beispiel Afrika nimmt, das ich ein bisschen besser kenne, auch zu unheimlich viel Gewalt. Und die Frage ist, und die muss sich jeder stellen, inwieweit diese Migration von Muslimen auch dazu führt, dass der politische Islam, und es wird aus unserer Sicht so kommen, immer mehr Einfluss auf die Gesellschaft nimmt. Weil der politische Islam möchte die Gesellschaft dominieren. Ich weiß nochmal die Frage, kannst du dir mal stellen? Welche Lebensbereiche das genau? Ah ja, genau, die Lebensbereiche. Natürlich im Wesentlichen alle Lebensbereiche, und das merken wir heute schon. Ich sage nur ein Beispiel dazu, und es ärgert mich unheimlich als Vater von Kindern. Meine Kinder gehen in Leipheim in den Kindergarten und in die Schule. In Leipheim gibt es fast nur, also gibt es kaum muslimische Kinder, in Riedheim gibt es eine Kindergartengruppe. Das sind meines Wissens 2 muslimische Kinder. Trotzdem richtet sich der komplette Speiseplan nach muslimischen Bedürfnissen aus. Das heißt, es gibt niemals Schweinefleisch. Und man muss sich die Frage stellen, die Gesellschaft muss sich die Frage stellen, ob wir
uns, ob wir unsere Traditionen an den Orientierungen und Bedürfnissen der Muslime, die ja die letzten Jahre erst hierher gekommen sind, ausrichten wollen. Ob das der richtige Weg ist für die Zukunft unserer Gesellschaft. Und da sagt die AfD ganz klar nein. Wir haben unsere Heimat, wir haben unsere Traditionen. Wenn hier jemand herkommt, dann hat er die Pflicht, sich anzupassen, sich zu integrieren. Und es ist mir nach wie vor völlig unverständlich, warum man für einen kleinen Prozentsatz muslimischer Kinder den kompletten Speiseplan nach dem ausrichtet. Das andere ist natürlich, wenn man guckt, im öffentlichen Raum, in Schwimmbädern. Ich habe jetzt meine Kinder in Schwimmkurs gebracht. Ja. Da gibt es so große Schilder, da wo mit Bildern ganz genau erklärt wird, dass man als muslimischer Mann Frauen nicht anfassen darf. Und es ganz normal ist, dass sie sozusagen nicht völlig verschleiert sind. Also das ist natürlich, das, wie soll ich sagen, diese Einwanderung von Muslimen, die führt ohne jeden Zweifel zu gesellschaftlichen Spannungen. Warum? Weil die haben eine andere Sozialisierung, die bringen ihre Sozialisierung mit und das, ich sag mal, führt zu Konflikten mit unserer Kultur, wenn wir da unsere Gewohnheiten haben. Und wie gesagt, die Forderung der AfD ist ganz klar, wer hierher kommt, der muss sich unseren Regeln, unser Land muss sich unseren Regeln anpassen. Ich würde noch mal gerne auf die Situation in den Kindergarten Ihrer Kinder eingehen. Wissen Sie, ob sich da Eltern oder Kinder über den Speiseplan dann beschwert haben? Also stört das die Kinder jetzt, dass... Also ich sage es mal so, wenn jetzt jemand noch nie Schweinefleisch gegessen hat, dann weiß er nicht, was Schweinefleisch ist. Nur, ich sag mal, ich habe den Bürgermeister gefragt, warum das so gemacht wird. Und er hat mir gesagt, weil er keinen Ärger möchte. Er möchte keinen Ärger, deswegen passt es sich an. Das heißt, man muss nur aggressiv genug, laut genug schreien, dann kriegt man das, was man haben möchte. Natürlich ist die Frage, muss man überhaupt Schweinefleisch essen? Es geht nicht um Schweinefleisch, es geht darum, dass jemand hierher kommt und sagt, ich möchte, dass es nach meinen Regeln geht. Und dass wir dem zustimmen. Und das geht's. Und das ist natürlich, was Sie vorhin gefragt haben, inwieweit das unsere Gesellschaft dann beeinflusst. Das ist ja eine Salami-Taktik. Das heißt, heute wird das gefordert, morgen das, übermorgen wird was anderes. Irgendwann mal müssen dann meine Töchter, ich sag's mal ein bisschen übertrieben, mit Kopftuch in die Schule gehen. Und das ist natürlich die Frage, wie sich da unsere Gesellschaft in Zukunft entwickelt. Und da sagen wir ganz klar, wir wollen unsere Heimat, unsere Kultur so leben, wie sie jetzt ist. Ich habe von meinen Eltern, ja, ich sag mal, das Land übernommen. Ich möchte es von meinen Kindern auch wieder übergeben. Dann kommen wir auch zu unserer letzten Frage. Und zwar gibt es aus Ihrer Partei ja oft umstrittene Aussagen, gerade von höheren Politikern. Und da war zum Beispiel der Herr Gauland, der eben gegen die ehemalige Integrationsbeauftragte eine Aussage eben rausgehauen hat, und zwar Özus entsorgen. Und jetzt wollte ich Sie fragen, wie Sie diese Aussagen eben beurteilen, die eben sehr provokant sind. Das ist relativ interessant. Die Frage, die gefällt mir sehr gut. Die AfD wird oft kritisiert wegen ihres Sprachstils. Man muss wissen, dass, ich weiß nicht mehr, 2-3 Jahre vorher zur Wahl ein relativ bekannter SPD-Politiker damit Werbung gemacht hat, Merkel zu entsorgen. Das stand sehr stark in der Presse. Hat er damit Werbung gemacht, er wurde von niemandem dafür kritisiert. Das ist natürlich, und das kritisieren wir jetzt bei der AfD, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja. Aus unserer Sicht, warum im Bundestagswahlkampf ein SPD-Abgeordneter lauthals Merkel in Sorge schreit, ohne dass es jemand stört. Und später ein Alexander Gauland
das gleiche Wort verwendet. Und das einen riesengroßen Aufschrei in der gesamten Presse produziert. Das ist aus meiner Sicht heuchlerisch. Aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch selbstkritisch sein. Man sollte nicht in den Verdacht kommen, oder die AfD sollte überhaupt nicht in den Verdacht kommen, in irgendeiner Art und Weise zur Gewalt aufzurufen. Wir haben unsere klaren politischen Positionen und die müssen wir argumentativ vertreten. Dass man natürlich auch mal, wie soll ich sagen, wenn man Aufmerksamkeit erzielen möchte, gute, ja, wie soll ich sagen, ausgewählte, den Sprachschatz gut wählen muss, ich sag's mal so rum, ist schon auch klar. Nur nochmal zu dem Thema, das Messen mit zweierlei Maß, das ist unerträglich. Nichtsdestotrotz, ich habe noch nicht dazu aufgefordert, jemanden zu entsorgen. Okay. Passt's? Ja. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben. Der Dank ist auf meiner Seite. Vielen Dank an euch und ich finde es super, dass ihr das macht. Gefällt mir sehr gut.